Und der Abteilungsleiter verdient das Fünffache wie du und greift durch, damit du die Leistung steigerst. So wird angepasst, die obere Etage ist zum Wettkampf gezwungen gegen andere Unternehmen um Macht und Macht. Die Mitte spürt den Druck der oberen Etage, aber der Boden trägt die ganze Last. Wenn dir das nicht passt, wird so lang gemacht, denn da steht Konkurrenz neben deinem Monsterrad. Ja, und du denkst dir, so ist das halt, doch noch paar Feierabend Bier und dann bist du alt. Dann wird dir mitgeteilt, du bist drauf Pech gehabt, denn da ist ein anderer, der deine Arbeit besser macht, alles für Erfolg und Wert. Weil dein Chef nicht gestorben ist, sei sicher, dass er immer noch zum Golfen fährt. Der fühlt sich von der Wahrheit nur gestört, stell dir vor, die Unternehmen würden den Arbeitern gehören. Und jeder wird bekommen, was er braucht, kein Glück, aber eine echte Chance darauf. Ihr fühlt euch von der Wahrheit nur gestört, stell dir vor, die Unternehmen würden den Arbeitern gehören. Und jeder wird bekommen, was er braucht. Kein Glück, aber eine echte Chance darauf. Gewinner und Verlierer, Verhältnis 10 zu 1000. Vollzeitarbeit reicht für das, was wir zum Leben brauchen. Was dein Chef hat, kannst du dich eh nicht kaufen. Dennoch zwingst du dich dazu, an das System zu glauben. Anstatt für dich zu stehen, sagst du, das ist schon okay. Und das heißt am Ende 50 Jahre ackern und sich quälen. Deine wahre Stärke kennst du nicht, das ist das Problem. Denn du hättest die Macht, Dinge zu drehen. Du startest fit und top motiviert, doch das Lachen wird vergehen. Im Anbetracht der Sachen, die dir fehlen. Geld, Zeit und Kraft für alles, was wichtig ist. Freunde und Familie vermissen dich, wie du sie auch. Ruh dich aus, morgen wieder früh aus der Bude raus. Das war, so sieht deine Zukunft aus. Du wolltest Geldscheine zählen und auf Weltreise gehen. Während heute nur die Selbstzweifel quälen. Und dein Chef, der fühlt sich von der Wahrheit nur gestört. Stell dir vor, die Unternehmen würden den Arbeitern gehören. Und jeder wird bekommen, was er braucht. Kein Glück, aber eine echte Chance darauf. Ihr fühlt euch von der Wahrheit nur gestört. Stell dir vor, die Unternehmen würden den Arbeitern gehören. Und jeder wird bekommen, was er braucht. Kein Glück, aber eine echte Chance darauf. Der fühlt sich von der Wahrheit nur gestört. Stell dir vor, wir würden uns statt auf ständiges Wachstum darauf besinnen, was wir wirklich brauchen. Und stell dir vor, wie lange wir dann jeden Tag arbeiten würden. Aber eine echte Chance darauf. Man würde Steuerpflichtigen die gleiche Aggression entgegenbringen, die man Leuten entgegenbringt, die aus ihrer Heimat fliehen, weil sie dort nicht mehr bleiben können. Kein Glück, aber eine echte Chance darauf. Stell dir vor, wir würden unser Geld für Kindertests ausgeben oder für die Ausbildung von Erziehern, die Stadt gebrauchen. Stell dir vor, man würde sich für staatlichen und Verluste privatisieren. Stell dir vor, wir würden unseren Mitmenschen mit dem gleichen Eifer helfen, mit dem wir versuchen, sie zu überwinden. Aber eine echte Chance darauf. Und wenn Sie dieses System trotzdem rechtfertigen, dann geht das nur über gedankliche Prothesen. Ja, wenn Sie sagen, na gut, es ist ja nicht alles perfekt. Manche arbeiten mehr als andere, die auch aber sehr Glück hatten, gelernt haben oder weil sie besser sind als andere. Geschafft haben im vergangenen Jahr, nicht nur in Wien,
sondern auch in anderen Bundesländern wie Linz, Tirol, Innsbruck natürlich, aber auch sogar in Eisenstadt oder auch in Niederösterreich. In diesem Jahr geht es weiterhin darum, was der Otto auch schon angesprochen hat, zum einen natürlich bis Anfang April den Kommentaren Wahlkampf in Wien, Niederösterreich und auch in Tirol, der jetzt dann auch bald beginnt zu unterstützen mit unseren ganzen Kräften, die wir eben haben, die wir aufbringen können. Zusätzlich geht es natürlich auch darum, wie wir es auch schon in den letzten Jahren und vor allem auch im letzten Jahr getan haben, unsere Parteistrukturen zu stärken, weiterhin aufzubauen, auch was Otto vorhin eben schon angesprochen hat, die Parteistrukturen vielleicht etwas umzuorganisieren, um mehr herauszuholen, um dann eben auch im Widerstand gegen Schwarz-Blau, aber auch gegen alle anderen Maßnahmen der Regierung bzw. auch der EU an Stärke zuzulegen. Ganz konkret, wie gesagt, eben Kommentarwahlkampf, der jetzt dann beginnt, der schon begonnen hat in Tirol, auch in Wien und in Niederösterreich zu unterstützen. Als Partei der Arbeit haben wir den einen Termin, der schon fixiert ist. Das ist der 1. Februar, wo wir eine Veranstaltung zum Polizeistaat Österreich machen wollen, wo es jetzt eben letztens auch schon wieder angekündigt wurde, dass neue Hubschrauber für das Bundesheer angeschafft wurden und auch der Bundespräsident sich darüber ausgelassen hat, dass das Bundesheer zu wenig Ressourcen hat, zu wenig Geld zur Verfügung gestellt hat. Klarerweise ist auch der 12. Februar 34, der dieses Jahr eben zum 85. Mal sich jährt, 1934, da wird es auch wieder bundesweite Kundgebungen am 12. Februar geben und kurze Zeit später wird es in Istanbul ein internationales Treffen der Initiative geben, wo wir auch gebeten wurden, dort einen Beitrag zum Februar 1934 eben zu halten. Auch da werden wir uns höchstwahrscheinlich beteiligen. Zum Beginn des Märzes findet in Wien die Rosa-Luxemburg-Konferenz statt in der Volkshochschule in Hietzing, wo wir auch mit einem Infotisch vertreten sein werden und eventuell auch dort im Rahmen einer kurzen Veranstaltung die Broschüre zu 100 Jahre kommunistische Bewegung in Österreich vorstellen, die leider noch nicht bei uns angekommen ist, die quasi noch fertiggestellt werden muss. Aber wie gesagt, hoffentlich ist er dann eben bis allerspätestens Anfang März auch häufig bei uns zu erwerben. Hallo. Es findet in diesem Jahr aber nicht nur die Wahlen oder die Wahlen zu den Arbeiterkammern in den einzelnen Bundesländern statt, sondern auch etwas später dann die Wahl zum EU-Parlament, wo wir auch nicht daran teilnehmen, aber eine möchte nicht sagen Kampagne, aber zumindest eine Art, vielleicht auch in Form von Veranstaltungen darüber informieren, über das Wesen oder die Strukturen auch der EU, wo es auch am 1. Mai das Motto sein sollte, eben gegen die EU, gegen Imperialismus und Krieg, eben für Frieden, Demokratie und Sozialismus. Die EU-Wahl endet am 26. Mai diesen Jahres. Ja, daran anschließend werden wir natürlich auch mit all unseren Kräften, die uns zur Verfügung stehen, natürlich den KSV bei den ÖH-Wahlen, die dieses Jahr auch wieder anstehen, unterstützen. Das wird auch Ende Mai der Fall sein. Im ersten Halbjahr
zum Abschluss des ersten Halbjahres ist angedacht, dass wir hier ganz in der Nähe in Otterkring, wie wir es schon vor noch 3 Jahren zusammen mit der KLÖ auch gehabt haben, ein Otterkringer Kretzelfest veranstalten wollen mit einzelnen Ständen, mit auch kulturellen Beiträgen etc., wo man uns auch kennenlernen kann. Im Sommer ist angedacht, was wir auch am letzten Parteitag beschlossen haben, eine Art Sommerakademie zu machen, was auch der Otto vorhin angesprochen hat, dass man die marxistisch-leninistische Bildungsarbeit eben forciert, ob das jetzt in Wien, Niederösterreich oder vielleicht doch in Oberösterreich zusammen auch mit KLÖ und KSV passiert, das ist noch nicht festgelegt. Allerdings wird das in den Monaten Juli und August der Fall sein. Ja, was noch passieren soll, ist, wie auch schon im letzten Jahr, was wir erstmalig geschafft haben, sind 4 Ausgaben der ArbeiterInnenzeitung herauszugeben. Die nächste soll bereits im Februar oder März herauskommen, mit natürlich dem Schwerpunkt zur AK-Wahl. Dann die nächste, darauf folgende, die Nummer 2 im Mai zum Thema EU, was ganz passend ist. Und noch im August und auch im November soll Nummer 3 und 4 herauskommen. Damit einhergeht natürlich nicht nur, dass wir an vielen Orten, auch in vielen Betrieben die Arbeit verteilen und so auch den Bekanntheitsgrad vergrößern, sondern es ist natürlich auch wichtig, dass wir die Abonnentinnenzahl vergrößern, damit wir dahingehend auch Leute, Sympathisantenkreis wieder vermehrt schaffen können, ist natürlich auch wichtig und da gerade an euch auch gerichtet, dass ihr ja, Freunde, Bekannte, ja, uns nahestehende, auch Genossen dazu quasi bringt, die AZ auch zu abonnieren. Die gibt es eben gratis zum Abonnieren. Natürlich sind Spenden immer gern gesehen, um eben auch diesen Gratisversand aufrechtzuerhalten. Was dieses Jahr auch noch geplant ist, ist die Herausgabe der Einheit und Widerspruch, unser Theorie- und Diskussionsorgan. Das soll dieses Jahr eben den Schwerpunkt zur Europäischen Union haben. Ein auch schon länger anstehendes Projekt, was auch vielleicht in diesem Jahr zu realisieren wäre, wäre dann abschließend auch noch der Aufbau eines Online-Shops, damit wir auch ja, unsere Materialien, unsere Publikationen über eine Art Online-Shop präsentieren können und darüber hinaus dann eben auch Leute an uns binden und uns interessieren können. Ja, soweit einmal so ein kleiner, so eine kleine Jahresvorschau auf das vor uns stehende Jahr 2019. Das wird wahrscheinlich nicht alles sein, was wir in diesem Jahr zu tun haben. Die Reaktion schläft natürlich nicht. Deswegen gilt es mit aller Kraft, ja, Widerstand aufzubauen, die Partei zu stärken und Partei zu ergreifen. Ich danke euch. Ich würde jetzt anschließend den Genossen Raffi eben bitten, über die KLÖ zu sprechen. Dankeschön. Liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte mich einmal ganz herzlich für die Einladung bedanken, heute euch reden zu dürfen. Ich werde jetzt im nächsten Minuten nutzen, um ein bisschen auf die Lage der arbeitenden und lernenden Jugend einzugehen. Und ja, von klein auf wird uns immer eingetrichtert, dass in Österreich oder in Europa jeder alles schaffen könne. Wenn wir in der Schule gute Noten schreiben, später uns im Job nur hart genug anstrengen, stehen uns alle Türen offen. Aber das trifft im Kapitalismus nur auf die wenigsten zu. Es kommt vielmehr darauf an, in welche Familie man geboren wird.
Wenn wir uns mit der Lage der Jugend in Österreich beschäftigen wollen, müssen wir festhalten, dass die objektiven Interessen der Jugend nicht losgelöst von ihrer eigenen Klasse gesehen werden können. Die Lebensbedingungen eines Lehrlings beispielsweise und eines Sohns bzw. einer Tochter eines Großunternehmers unterscheiden sich schließlich ganz offensichtlich voneinander. Denn während der eine Jugendliche gezwungen ist, seine Arbeitskraft zu verkaufen, kann der andere die Erbschaft verprassen und es sich gut gehen lassen. Jugendliche zählen also zu dieser oder jenen Klasse, ganz nach ihrer sozialen Stellung im kapitalistischen System. Gerade hier in Österreich entscheidet vor allem der Geldbeutel der Eltern über die Zukunft eines Kindes. Um es mit anderen Worten zu sagen, denn je weniger die Eltern verdienen, desto eher wechseln die Kinder nicht in die AHS-Unterstufe, auch wenn sie durch gute Noten die AHS-Reife erreichen würden. Diese Tendenz der Vererbung schreibt sich über die Oberstufe bis hin zum Studium fort. Die finanzielle Lage der Familien ist vielfach ausschlaggebend dafür, welchen Schultyp die Kinder letztlich besuchen werden. Unsere Schulausbildung hat mit dem eigentlichen Begriff der Bildung nur mehr sehr wenig gemeinsam. Denn Bildung selbst versteht sie ja eigentlich als Emanzipation des Menschen. Im Zuge der letzten Bildungsreformen wurde aber deutlich, dass es weniger um eine ausgewogene Vermittlung emanzipativer Inhalte geht, sondern vielmehr darum, zeitgemäße Arbeitskraft für die unterschiedlichsten Ebenen und Bereiche des Kapitalismus zu schaffen. Menschen werden mehr denn je als Kostenfaktor begriffen. Entscheidend ist nicht ihre freie Entwicklung, sondern ihre Nützlichkeit und Verwertbarkeit für die Wirtschaft. Besonders Flexibilität und Gehorsamkeit gelten in der Arbeitswelt als wichtig für den beruflichen Aufstieg. Diskussions- und Kritikfähigkeit sind nicht nur nicht erwünscht, sondern werden gar als störend empfunden. Bereits ab dem Kindheitsalter wird uns deshalb vermittelt, dass wir allesamt Einzelkämpferinnen wären, die in der Konkurrenz mit unseren Mitschülerinnen um zukünftige Arbeitsplätze stehen. Der Leistungsdruck und eine Unterordnung an die Marktanforderungen herrschen wie ein Korsett, dem sich SchülerInnen und LehrerInnen unterordnen müssen. Investitionen in Ganztagsschulen, die Ungleichheiten verringern könnten, werden weiter gekürzt und Bildung wird vermehrt zu einer individuellen Aufgabe, die bei ungleichen Startvoraussetzungen natürlich zu ungleichen Ergebnissen führen. So lernen insgesamt 72% der SchülerInnen neben der Schule mit ihren Eltern, 25% aller SchülerInnen tun dies täglich und 20% 2 bis 3 Mal pro Woche. Zusätzlich zur Mithilfe der Eltern steigt die Zahl der SchülerInnen, die private Nachhilfe in Anspruch nehmen müssen. Etwa 1/4 aller SchülerInnen nimmt diese in Anspruch. Die Tendenz ist stark steigend. SchülerInnen aus der Arbeiterinnenklasse sind vielfach damit konfrontiert, dass die Eltern beim Stoff für die höheren Schulstufen nicht wirklich unterstützen können und gleichzeitig häufiger die finanziellen Ressourcen für private Nachhilfe fehlen. Für ärmere und sozial schwache Familien wird sich die Situation durch die von den Regierungsparteien angekündigte Kürzung der Mindestsicherung nur noch weiter verschärfen. Denn diese trifft vor allem Familien mit Kindern, die durch die Gesetzesänderung weniger Geld bekommen sollen. So erhalten Eltern mit 4 Kindern zukünftig um 7.000 Euro weniger im Jahr. Und noch härter trifft es jene, die keinen Pflichtschulabschluss haben. Sie müssen mit nochmals 300 Euro weniger im Monat auskommen. Aber das ist längst nicht der einzige Angriff der schwarz-blauen Bundesregierung, der junge Menschen besonders hart trifft. So auch die Ausweitung der gesetzlichen Arbeitszeit auf 12 Stunden täglich bzw. 60 Stunden in der Woche. Denn was heißt es denn, von jungen Jahren an und womöglich sein ganzes bevorstehendes Arbeitsleben unter widrigsten Bedingungen fristen zu müssen? Unsere Arbeitskraft wird von Anfang an stärker verschlissen und ausgebeutet. Daraus resultierende gesundheitliche Probleme oder auch Arbeitsunfälle, die sich vor allem bei ständiger Überlastung oder Müdigkeit häufen, können das Leben junger Menschen massiv beeinträchtigen. Aber nicht nur Gesetzesänderungen von Schwarz-Blau geraten arbeitende Jugendliche und Lehrlinge am Arbeitsplatz immer mehr unter Druck. Befristungen, All-In-Verträge, schlechte Bezahlung, regelmäßige Überstunden, ständiger Stress
und Zeitdruck gehören für immer mehr junge Menschen zum täglichen Arbeitsalter. So ergab eine Erhebung der Gewerkschaftsjugend im März des letzten Jahres, dass sogar 36% der unter 18-jährigen Lehrlinge regelmäßig Überstunden leisten müssen, teilweise sogar unfreiwillig, und dass sowohl Überstunden für minderjährige Lehrlinge verboten sind. Jeder Dritte davon gab an, entweder nur manchmal oder überhaupt nie eine Entlohnung für die geleisteten Überstunden erhalten zu haben. Zur Lehrausbildung in Österreich ist darüber hinaus noch zu sagen, dass die Lehrbetriebe in Österreich seit Jahren massiv sinken. Bildeten 2002 noch knapp 39.000 Betriebe aus, waren es 2017 nur noch 27.800. Und gab es im Jahr 1980 noch rund 194.000 Lehrlinge, verringerte sich die Zahl bis im Jahr 2017 auf gerade einmal 106.600 Lehrlinge. Jeder neunte Betrieb bildet heute noch Lehrlinge aus. Das führt auch dazu, dass rund 6% aller Jugendlichen die Pflichtschule ohne eine weitere Folgeausbildung verlassen. Das Arbeitslosigkeitsrisiko liegt bei diesen Jugendlichen bei 26% am höchsten. Insgesamt ist die Arbeitslosigkeit der 15- bis 24-Jährigen in Österreich im Jahr 2017 bei 9,8% gelegen. Welche Schicksale sich hinter diesen Zahlen verstecken, verrät eine Statistik natürlich nicht. Aber es zeigt sich, dass miese Zukunftsperspektiven keineswegs individuelle Sorgen sind, sondern diese Missstände aus einer Politik resultieren, die keine Grenzen kennt, wenn es um Angriffe auf soziale Standards, auf erkämpfte Arbeitsrechte und auf die Schwächsten in unserer Gesellschaft geht. Arbeitslosigkeit wäre aber auch dann nicht akzeptabel, wenn sie nicht mit Armut verknüpft wäre. Denn Arbeitslosigkeit, insbesondere auch bei Jugendlichen, hat psychosoziale Folgen, macht krank und hat massive Auswirkungen auf die Persönlichkeiten des Menschen. Arbeit bedeutet schließlich auch gesellschaftliche Teilhabe, der Erwerb von Fähigkeiten und Kenntnissen, ein soziales Umfeld durch die Zusammenarbeit mit Kollegen und eine soziale Anerkennung durch die geleistete Arbeit. Arbeit ist schließlich auch Grundlage für die Persönlichkeitsentwicklung, des Selbstwertgefühls und Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben. Das war jetzt von meiner Seite einfach mal ein Überblick über die Lage der arbeitenden und lernenden Jugend. Und ja, wir werden als KÖ im nächsten Jahr auch daran setzen, dass man vor allem in jenen Bereichen, wo man die meiste Zeit des Tages verbringen, nämlich in der Schule, in der Arbeit oder auch auf der Uni, Widerstand leisten und hoffentlich die Gegebenheiten zum Besseren wenden. Danke.